Sind die Ziegen noch da? Geht es Esel Ferdinand gut? Uta und Sven Muth aus Grebenhain sind in ständiger Sorge um ihre Tiere. Denn immer wieder werden an ihren Weiden Zäune beschädigt, Batterien abgeklemmt, Tiere verschreckt. Wir haben Angst als Familie. Wir haben richtig Angst. Wir haben auch vom T6 einen Reifen zerstochen bekommen, auch letzte Woche. Und ja, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es ist Dienstagabend, als sie bei einem Rundgang die zerstörten Weidezäune bemerken. Jemand muss die Schnüre durchtrennt haben und das gleich bei 3 Herden. An der Weide von Esel Ferdinand finden sie das Weidezaungerät versteckt in einem Wasserrohr. Und bei den Ziegen war es dann ganz heftig, da waren dann mehrere Sachen durchgeschnitten, ganze Reihen runter an 3 Stellen, dass die Ziegen wirklich auch komplett freie Sachen hatten und das Gerät so kaputt, dass es wahrscheinlich nicht mehr repariert werden kann. Und das ist nicht der erste Vorfall. Vor einigen Wochen macht jemand ein Feuer auf der Weide der Shetland-Ponys. Kurz darauf sind dort die Zäune beschädigt. 6-mal muss Familie Muth die Tiere einfangen. Die Muths finden, das ist kein Spaß mehr. Die können in Autos rennen, die können in Sachbeschädigungen auch machen, die rennen in die Gärten rein, die kennen ja dann keine Grenzen. Und Kühe noch schlimmer und Haflinger, da ist ein Hengst dabei, der kann richtig, wenn der loslegt, auch gefährlich werden. Die Esel und die Rinder, wenn die in die Runde auf die Straße wären, in ein Auto reingelaufen, hätte auch was Größeres passieren können. Bis hin zum Personenschaden. Das Ausmaß will man sich gar nicht ausmalen. Das Kuriose, benachbarte Weiden anderer Bauern sind nicht betroffen. Hat es da jemand auf die Nebenerwerbslandwirte abgesehen? Die Muths können sich das nicht erklären. Zu den anderen Landwirten haben sie Vertrauen. Wir haben mit keinem irgendwie Ärger oder sonst irgendwas, im Gegenteil. Die sind gleich gekommen zur Hilfe, wie wir gerufen haben. Ich wüsste überhaupt nicht, wen ich da verdächtigen oder sonst irgendwas, ist keiner da. Die Familie hat bereits Anzeige erstattet, doch es gibt keine Hinweise auf den oder die Täter. Alle 2 Stunden kontrollieren sie jetzt ihre Weiden, sehen nach, ob Strom auf den Zäunen ist, ob alles intakt ist. Für den Moment bleibt ihnen nur die Augen offen zu halten. Wir fahren nachts auch noch hoch, standen jetzt auch schon nachts im Dunkeln hier in der Gegend und haben dann geguckt, sind irgendwelche Bewegungen, Lichter, und kontrollieren das noch engmaschige GWE schon. Wie geht's denn damit? Schlecht. Richtig schlecht. Man ist groggy, man ist geschafft, man hat keine Kraft mehr, man hat Angst. Alles. Sie hoffen, dass solche Szenen in Zukunft nicht mehr passieren. Dass die Angriffe aufhören und dass sie ihre Tiere bald wieder in Sicherheit wissen.